Hallihallo und grüßt euch zu einem neuen Video mit uns, eurem Schrebergarten-Team. Wir melden uns heute live aus Schiltern, aus den Kiltenberger Erlebnisgärten. Und zwar sind wir heute auf der Suche nach aller möglichen Herbstdeko, Kürbisdeko und ähnliches für Halloween auch. Und ihr begleitet uns dabei. Also, los geht's! Heute brauchen wir ein Hitz, heute machen wir's uns fein, heute lädt uns kein Tant auf einen Kugelhupfein, heute haben wir einen herrlichen Tag, weil heute gehen wir im Jurassic-Park. Heute gönnen wir sich eine Riesenradfahrt, heute wird nicht der Luca der Höhler umdraht, heute haben wir einen lebenden Tag. Weil heute gehen wir in Jurassic-Park. Heute gehen wir in Jurassic-Park. Heute gehen wir in Jurassic-Park. Jeder macht dort nur, was er mag. Heute gehen wir in Jurassic, bleiben wir in Jurassic, fahren wir in Jurassic-Park. Unsere Köpfe sind gefüllt mit kreativen Ideen nach diesem wunderbaren Ausflug mit der Schrebergartenrunde. Doch zurück im Garten heißt es nun einiges zu tun. Nicht nur Dekorationen basteln, sondern auch Frühlingszwiebeln einsetzen. Ich weiß, wir sind schon echt mächtig spät dran, aber wir haben ein paar Frühlingszwiebeln noch gekauft und die wollen wir heute noch unbedingt einsetzen. Wie ich ein kleiner Knabe war, da fragte die Frau Lehrer: Sagt's Kinder, wenn ihr größer seid, was wollt's nie einmal werden? Dann ist der Politiker der andere Kosmonaut. Und wie die Reihe an mir war, das sagte ich ganz laut. Ich will ein Tramwäschinen, Ritzenkratzer werden. Ich will ein Tramwäschinen, Ritzenkratzer werden. Die Lehrerin, die war entsetzt, wünscht, dass ich mich entferne. Man will keine Tramwäschinen, Ritzenkratzer werden. Na, 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 man will keine Tramwäschinen, Ritzenkratzer werden. Auch meine lieben Müttern hat mein Wunsch zu sehr geniert. Die hätten halt so gern, dass er an der Bullybub studiert. Doch leider fehlt mir für die Schule jegliches Talent. Drum sag ich zu den Alten, hört's mir auch jetzt Sapramee. Unser Hauptproblem ist, dass wir uns nicht merken, wo wir die einzelnen Frühlingszwiebeln einsetzen jedes Jahr. Früher hat mein Vater so Körbe verwendet, wo er die Zwiebeln reingegeben hat und dann jedes Jahr im Frühjahr dann die ganzen Körbe ausgegraben hat und so die Frühlingszwiebel überwintert hat. In den letzten Jahren sind wir aber ein bisschen arbeitsvoll geworden und auch müde, die immer wieder auszugraben, und so haben wir die Frühlingszwiebeln einfach drinnen gelassen. Ja, und so kommt es, dass jetzt beim Ein- und Ausgraben von neuen Frühlingszwiebeln wir immer wieder auf alte treffen, weil wir uns nicht merken können, wo etwas schon drinnen ist. In diesem Sinne raten wir euch, macht so kleine Stecker, damit ihr euch merkt, wo was drin ist. Ich will ein Tramwäschinen, Ritzenkratzer werden. Ich will ein Tramwäschinen, Ritzenkratzer werden. Die Mutter schlagt die Bratzen zusammen, der will die Straßen kehren. Doch ich will Tramwäschinen, Ritzenkratzer werden. Ja, 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 doch ich will Tramwäschinen, Ritzenkratzer werden. Doch eines Tages traf ich eine fesche Kölnerin, die fragte mich, womit ich mein Lebensunterhalt verdiene. Ich sag, ich bin eine führende Person, wenn man so will.
denn wenn die Schienen dreckig sind, stehen alle Räder still. Eine typische Herbstarbeit ist auch das Anhäufen von den Blumen. Heute nehmen wir die Rosen uns vor, da haben wir letzte Woche schon damit angefangen. Das heißt, was wir jetzt machen, wir werden einfach ein wenig Erde nehmen und quasi unten diese Wurzelballen zuschütten, damit da auch ja kein Frost uns die Pflanzen kaputt. Ihr wisst doch sicher, es gibt die Möglichkeit, auch das mit Jutesäcken jetzt oben noch zuzudecken. Das haben wir oder auch unsere Vorgänger nie gemacht in diesem Garten. Und deswegen werden wir es auch nicht machen. Wir sind ja faule Gärtner. So, ihr seht's, unsere Baustelle. Das Fundament steht. Ich stehe mit beiden Beinen auf unserem zukünftigen Schlafzimmer. Jo, das soll es für die Folge schon wieder gewesen sein. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Euch hat der Ausflug gefallen. Ihr habt euch auch ein paar Deko-Ideen holen können. Und wir freuen uns schon auf das nächste Video mit euch. Und gebt uns den Daumen nach oben, lasst uns einen Kommentar da und bis nächste Woche. Oh, im Schrebergarten, im Schrebergarten, ja, da ist was los.